Und damit herzlich willkommen wieder bei Let's Play Tomb Raider mit meiner Wenigkeit, eurem Koordinator. Und ab geht's ins Kloster, um der Sonnenkönigin nun endgültig den Rest zu geben. Und auch Messias und seinen Handlangern. Da ist er ja. Oh ja, und Sam wollten wir auch noch retten. Ja, der gute Doktor, das Arschloch. Whitman, Arschloch. Sind diese die Sturmwache? Leute, sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Ja, das war's. Alter Schwede, was ging denn jetzt gerade ab? Holy shit, ey. Meine Ohren. Lauter Wahnsinnige hier. Holy moly. Komm ich jetzt hier rüber? Ja, oder? Hallo. Was bist denn du für einer? Ah, das sieht gut aus. Ja, genau. Erstmal eiskalt vorbeigesprungen. Ich bin so ein bisschen falsch gesprungen. Jetzt aber. Da. Ganz weit nach oben. Ah, das war knapp. Wir wollen doch nicht schon wieder abstürzen. Schnell durchs hinterste Türchen durch. Die Sturmwache. Oh. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin. Ja, also allesamt. Oh. Ich glaube, ich hätte da nicht hingehen sollen. Alter Schwede. Ich glaube, die wollen mich. Ja, komm nur her. So. Habe ich euch. Ich glaube, ich hätte dem Kampf auch ausweichen können, aber ich bin leider reingestürmt. Wie so ein Bekloppter. Komm, fackeln wir mal ein bisschen was ab. Und machen uns mal eine neue Tür. Ich will da durch. Aua. Komm, spring einfach ins Feuer rein. Ja, ich weiß, mein Akku ist gleich wieder leer.
Jo. Dann machen wir das Feuer aus. Ja, oder? Machen wir das Feuer aus. Oh, Alter, meine Ohren! Haben doch eine in der Waffel, ey. Ja, jetzt eine halbe Armee, ey. Das ist Wahnsinns. Als ob das keine Sau gesehen hat. Meine Ohren, ey. Alter, die sollen aufhören, so rumzuschreien, ey. Ist ja furchtbar. Boah, ja, ist ja gut. Ja, keiner bemerkt mich. Ist ja auch Logo. Ist ja Logo, dass man mich nicht sieht. So, mal da rüber. Oh oh, scheiße. Wow, das war knapp, Lara. Lauf. Ist ja klar. Ist ja klar. Was sind denn das eigentlich für Gestörte, ey? Bulle. 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 Meine Fresse, ey. Nur Gestörte. Oh ja. Der gedriftet ist, der Junge. Ja, 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 ein kleiner Japaner. Ja, bleib liegen und lass mich in Ruhe. Ja, freu mich auch gerade. Komischer Konzern, ey. Darf ich jetzt hier durchlaufen oder kommt da gleich wieder die nächste Arschgeige angerannt? Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass Kampfschrotflinte in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin weinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das will ich. Sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ja, der Typ ist eh drauf gegangen. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Na, du Scheiße. Die Sturmwache verteidigt sie. Ja. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, dass ich dort. Trommelmagazin. Nee. Wollen wir doch mal sehen, was unsere Ahugis da. Ey, die Ratte da, ey. Hallo. Was sie sagen, wenn ich dem mit der Schrotflinte eine reinhaue. Oh mein Gott. Natürlich kann ich ihn nicht erschießen. Das wäre natürlich auch zu lustig gewesen. Oh nein. Ich nehme die Seite. Melde Ziele. Alles klar, also feuerfrei von allen Seiten. Achtung, rechte Seite! Hä?
das für welche? Egal. Oh, da war was. Munition. Dann nehme ich mal. Jetzt geht's hier mal richtig rund. Oh, diese Brücke fällt ein bisschen auseinander. Aber nur so ein bisschen. Ja. Aua. Oh nein. Die Mongos sind da. Bong. Okay. Alles klar. Der Big Daddy ist da. Ja, komm, schrei. Ja, kommt nur her. Ich bin. Boah, haltet die Klappe. Hier, Schrotflinten-Time. Wollen wir mal sehen, was ihr drauf habt. Ja. Yeah. Komm, lass mal ein bisschen Fang spielen. Ihr Bobs. Könnt gar nichts. Oh, was haben die denn da Schönes? Oh, Sniper-Künste. Jetzt geben sie wieder an. Aber mir egal. Die haben mir eine Brücke gemacht, das finde ich voll lieb. Ah, komm her. Hallo? Komm, nur. Hallo? Oh. Da! Einer weniger. Du gehst mir gerade ein bisschen auf die Eier. Oh. Oh, fuck. Wow, komm her. Komm, spiel mit meinem Pfeil. Du kriegst einen Pfeil nach hier ab und... Oh, ich mag nicht mehr hier sein. So, noch eine weniger. Ja, komm her. Nützt da. Oh. Ich muss mein ganzes Schrotflinte hier herpusten für die Leute. Ah, wie gut, dass wir noch ein paar andere Waffen auf Lager haben. Deswegen lassen wir uns auch gar nicht mal so eindrängen von den Typen. Ah, Munition haben wir sowieso wieder ein bisschen bekommen. Oh. Ja, Mutkanika. Ja, Mutka. So. Heftig. Nicht damit, süße kleine Studentin. Na, du. Auf Wiedersehen. Viel Spaß da unten.
weiter geht's. Ah, bleib nur liegen. Bis jetzt läuft das doch ganz am Schnürchen. Jetzt auch das hier. Oh. Jetzt kommen noch mehr. Aua. Oh, Johnny kann ich. Oh, ja, ja, ja. Oh, 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 dieses Katana. Dieses Katana tut ja richtig weh. Wow. Mir geht's gut, lalalala. Mein Gott, ist ja gut, Leute, ey. Kageno. Ja, Kageno. Gottness, ey, geht mir auf die Eier. Oh ja, wisst ihr was? Da, spielt damit doch mal fangen. So, weiter geht's. Denken die wohl, eine Armee kann mich aufhalten? Von wegen. Läuft. War da nicht irgendwo so ein Dicker? Ja, da ist er ja mit seiner fetten Keule. Na, mein Dicker. Komm, dich hauen wir noch zum Partende um. Oh. Der. Oh, oh, oh. Fliegende Treppen. Fliegende. Ich meine, fliegende Brücken. Okay, nö, den Dicken hat sie mir ein bisschen umgehauen, aber... Nom. Nom. Nein, nicht Nom. Da Nom. Cool. Ah, hier haben wir noch ein Lager, das ist schön. Ja, cool. Ich denke mal, an dem Punkt machen wir erstmal einen Cut. Danke fürs Zuschauen, deswegen schaltet gleich wieder ein, wenn es wieder weitergeht bei Tomb Raider mit meiner Wenigkeit.